Ja, hallo liebe Wikinger-Freunde, da sind wir wieder. Da sieht aus wie ein brennendes Meer, ist es gar nicht. So Mann, hier sind die Fackeln, die sich da widerspiegeln. Wobei, wo kommt das denn her? So weit? Naja, das so richtig sein muss. So, wir wuseln auf dieser Karte herum. Wunderbar, wunderschön. Klopp, klopp, dok, dok. Da wird, ja, na, siehst du, da ist ein Ast und da wird natürlich Planken werden hergestellt. Und wir müssen natürlich, unsere Mühle ist ja dann doch noch fertig geworden. Oder ist gerade fertig geworden. Ja. Wir müssen natürlich jetzt noch eine Bäckerei, ein Bäckerei bauen. Das machen wir mal hier. Plupp. Da ist ein grünes Feld. Da sind die Baukosten. Bombs! Wer ist denn da vom... Ja, wer da fliegen wieder die Wikinger tief. Hä? Noch einer. Ich weiß noch nicht, wer da jetzt runtergeflogen ist. Irgendwie sind die geflogen, aber ich kann nicht erkennen, wer. Das ist auch schön. Da ist noch einer, oder? Ach. 16 von... Nö, eigentlich nicht. Ah, das ist, weil ich quasi jetzt weitergespielt habe, oder was? Fliegen die dann auch nochmal alle vom Himmel? Hm, merkwürdig, merkwürdig. So, vielleicht bauen wir doch mal einen Jäger hier hin. Einen Jäger. Den kann ich natürlich mal wieder nicht hier hinbauen, weil uns der Platz fehlt. Das ist mir eine Runde zu nah. Tja. Sieht blöd aus, ne? Ist auch blöd. Den könnte ich zwar dahin bauen, aber da ist ja nix. Quasi. Ich kann ein paar kann der Jäger Schmetterlinge fangen, ist ja super. Naja, wenigstens wächst hier das Gras ganz ordentlich. Also das Getreide meine ich, Gras sowieso. So. Wie krieg ich jetzt? Da oben. Tja, was kriege ich da oben hin? Was will ich da oben hin haben? Was kann ich vor allem da oben bauen? Mein Kater ist mal wieder wie ein wild gewordener Elefant. Rast er quasi durch die Wohnung. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. So. Jetzt auf dem Schreibtisch. So, ja. Kleines Wohnzelt kann ich hier hinbauen. Das ist super, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ich könnte jetzt natürlich gucken, ob ich das noch da kriege. Und da... Ich habe nicht mal Platz, um hier so einen Ömmling-Schimmling-Kurier zu bauen. Ne? Also das, wie gesagt, mit dem Platzproblem hier. Sollten die Entwickler sich mal anschauen. Ich meine, sie rennen trotzdem den Weg entlang und schauen, was da hin muss. Das ist schon mal ganz okay. Aber so, der Bär ist das ja nicht, ne? So, das Portal. Ja gut, das haben sie jetzt entdeckt. Wie viele Wächter? 3 Wächter sind drin. Oder 15 Säcke Mehl. Ne? Hau ich ihn auf die Mappe oder ich versuch's mal mit der Opferung. Ich kann jetzt noch nicht so einschätzen, wie das ausschaut. Großes Lager. Ah, ein bisschen was ist drin. Fischer haben wir ja auch ein paar. Wenn ich jetzt da noch ein kleines Lager irgendwo hinsetze. Ich mache das jetzt einfach auch nochmal hier. Indem ich hier auch noch so einen Weg. Bronze, zack, der Weg da rein. So. Ah ja, gut. Das wird schon. Da wird gebaut. Das ist prima.
Und Mehl fehlt. Ja gut, das dauert einfach ein bisschen, denke ich mal. Da fallen sie wieder. Da ist die Celine auch wieder. Hallöchen. Und der Wolle. Und Ill ist auch wieder dabei. Der Daniel, der wärmt sich am Lagerfeuer. Simon, Antje, der Dirk, die Tanja, die Edda. Der Lutz, ich wollte gerade sagen, Ehre 10, aber das war jetzt nur quasi... Oje, das geht ja flott. Also das haben sie sogar fertig bekommen. Gut. Wir schauen, dass wir das... Aber nur ein Sack Mehl bisher. Ist der Weg dahin? Ich guck mal, ja, da haben wir gar keinen Weg. Machen wir da mal einen hin. Das ist ja ganz kreuz und queres Gewusel mit den Wegen hier, aber okay. Lassen wir sie noch ein bisschen wuseln. Ich habe nicht mehr Platz. Ich kann mal hier. Ich baue jetzt hier einfach mal so einen Kurier hin, einfach um zu gucken, ob das irgendwas bringt. Wenn er das von da nach da irgendwie transportieren soll. Kater putzt sich wieder sehr ausgiebig vor dem Monitor. Ja, saubere Katze ist prima, aber nicht vor dem Monitor. So, der produziert 4 Stück pro irgendwas. Einen haben wir drin. Zack, zack, zack. Gebäude, Basisstoffe. Oh, so lange spielen wir gar nicht. Freigespielte Eisberge, okay. Na gut. Hier wollen alle pennen gehen, das können sie gerne tun. Oh, ja. Da ist ein bisschen was eingelagert. Naja, selbst bei sehr großen Entfernungen wird das gebaut und auch entsprechend genutzt. Das läuft. Mit der Opferung kann ein bisschen... Oh, immerhin 4 von 5 haben wir schon. Es verhungert auch niemand momentan. Rucksack fehlt, aber das bauen die sich ja dann selber. Ach, das ist ein Baumstumpf. Okay. Also mit Holz hatte ich jetzt in den letzten beiden Karten wenig Probleme. Aber so bautechnisch wird es dann doch immer ein bisschen eng. Hier oben der Jäger bringt unglaublich viel, glaube ich. Nämlich auch nichts. Da kann ich nun mal keinen hinbauen. Ne? Da kann ich so viel rumklickern im See. Kann ich es auch nicht versenken. Ich setze mal hier einfach einen Jäger hin in der Hoffnung, dass er bis da oben wandert und die Häschen erwischt. Oh, die armen Häschen. Ja, ich weiß. So. Da hatte ich so einen gelben Kurier. Und da oben habe ich auch einen gelben Kurier. Die aber, glaube ich, nichts tun. Boah, die brauchen da oben ja auch nichts mehr. Ist ja auch alles fertig. Da ist ein Sack Mehl. Der sitzt da, steht da rum. Nehmt ihr mit. Ah, das mit dem Getreide läuft ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, dass trotz des Holzfällers, also... Na gut, vielleicht hat ein Holzfäller sehr wenig. Der Baum geht schon weg, aber so wirklich in der Umgebung wird es nicht weniger. Und da haben wir natürlich das Problem, dass dort auch keine Baufläche frei wird. Also sonst hätte man sagen können, okay, mir egal.
Ich hack mal so die Umgebung frei oder hoffe, dass die frei gemacht wird und dann habe ich wieder Platz für Gebäude. Aber auch hier nicht so wirklich. So, rumgetragen wird nichts. Wunschliste. 5 Sacke Mehl, 3 Holz. Ah, der Jäger ist aber fertig, immerhin. Alex weiß momentan nichts mit sich anzufangen. Von 30. 5 Wikinger, die nicht wissen, was sie tun wollen. Na gut. Sind auf einem Selbstfindungstrick. Ah, da hat er sich ein Werkzeug, ein Speer gebaut. So, die Kati geht auf die Jagd. Ja, ich weiß, dass da Alex gerade nichts zu tun hat. Aber ist er normalerweise so umtriebig. So. Die Haaren der Dinge, die da kommen. Dum, dum, dum. Tja. Ach ja, Alex, ich weiß Bescheid, ich kann es gerade nicht ändern. Warum wird eigentlich nur Alex gemeldet und der Rest nicht? Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht, ne? Irgendwie meinte ich auch mal mitgekriegt zu haben, dass man sowas wie Minen bauen kann. Und da, aber da sehe ich ja nichts, ne? Minentechnisch? Eher weniger. Also ich bewege mich da momentan ein bisschen auf der Stelle, was so die Möglichkeiten zu bauen gibt, anging. Ich kann natürlich jetzt hier noch so einen Brunnen hinsetzen, um dann Militärlager zu bauen, der Vollständigkeit halber. Machen wir das mal. Militär. Machen wir mal ein kleines Kampflager. Einfach mal der Vollständigkeit halber. Eine Brauerei brauchen wir ja auch noch. Und ein kleines Nachschublager. Setzen wir mal da hin, mal gucken, ob sie damit klarkommen mit der Menge. Und dann haben wir eigentlich soweit alles gebaut. Irgendwann müsste man ja dann doch quasi mal weiterkommen an der Stelle. 25 von 30. Ja, da haben die Wikinger auch ganz gut zu tun. 4 Wikinger könnten wir noch rufen. Was ist mit der Opferstätte? 8 von 15, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Der Brunnen ist schon mal fertig. Ja, Vorräte haben wir eigentlich ganz gut. Was ist eigentlich mit dem Steinbruch? Produziert er eigentlich noch Stein? Produktionsrate. Eingelagert Stein, man braucht Stein ab. Ja, das ist schon klar. Feuerstein habe ich immerhin 16. Das glaube ich schon mal ganz ordentlich. So, da fehlt uns noch ein... Ah, Erfolg. Waffenmacher bin ich. So. Ein neuer Erfolg. Werkzeug und Waffen werden vom Waffenmacher hergestellt. Um Bögen zu machen, benötigst du den Anbau eines Bogenmachers. Aha. Aha. Haben wir da jetzt doch was Neues? So, Werkzeug, eine Axt, jawohl, das ist fertig. Der Alex hat immer noch nichts zu tun, jetzt habe ich da schon ganz, ja, okay. Habe ich da schon ganz ordentlich, sage ich jetzt mal, für neue Arbeitsplätze gesorgt, ja. In der Brauerei, aber da hat sich die Celine jetzt, einquartiert. Die macht lecker Malzbier. Ein paar Fläschchen Malzbier soll ich mir... Ja. Ein paar Fläschchen Malzbier soll ich mir vielleicht auch mal wieder gönnen. So, mein Wikingern geht es eigentlich ziemlich gut. Ich habe also nicht das Gefühl, dass sie hier gerade Probleme haben. Mal wieder Fleisch und Dings eingelagert. Also auch das scheint, auch wenn es hier weitläufig was zu jagen gibt,
Nee, ich wollte nicht wissen, wie viel Holz klötzt. Ich wollte wissen, wie Kati. So, was hatten die? Ein Spachtel, die jagt. Ja gut, die muss natürlich relativ weite Wege gehen, um hier entsprechend das Zeug anzuliefern. So, Gebäude fertig. Ja, sehr schön. Waffenlager ist auch fertig. Ah, die Produkte, die produzieren Gold. Aha. Und der Bogenmacher, den konnte ich jetzt auch machen, oder wie sehe ich das? Produktion oder nee, Logistik sowieso, Militär, Nachschub, Kampf, Brauerei. Oder ist der Bogenmacher? Ja, Försterei könnte ich jetzt. Ich baue jetzt auch hier einfach mal so einen Förster hin. Auch das nur eher der Vollständigkeit halber. Damit auch der mal seine Pflicht und Schuldigkeit getan hat. Bauen wir hier noch eine Straße auf. Zack. So. Ja, die Sprache von denen ist schon ganz geckig. Ähnlich wie bei den Sims. Da wuseln die oder quatschen die auch mal so ein Dummtüch. Bruchstein fehlt uns. Oh, zack, ist der Förster fertig. Das ist ein kleiner Förster. Hat der da drei Hutzelbäumchen stehen? Was macht denn der? Der Andi, der pflanzt Bäumchen. Ob der einen grünen Daumen hat, weiß ich nicht. Die Crew ist auch da. Naja, vier fehlen uns noch. Das machen wir noch zu Ende. Das warten wir noch ab. Da flüchtet ein Hase. So, prinzipiell habe ich jetzt, glaube ich, alles mal gebaut, was ich so bauen kann. Läuft auch ganz gut von der Produktion her. Au, da ist auch ein Gebäude nicht ganz fertig. Okay. Für... Ah, da wird Stein geklopft. So. Haben wir denn kein Stein hier irgendwo? Nee, wir haben nur Bruchstein. Ah, die Cassie ist auch da. Der Sascha, die Dana. Da sind auch mal wieder ein paar neue. Antje Hand, ja, das ist unsere Antje aus meiner Neverwinter-Gilde. Die habe ich Antje Hand genannt, weil sie einen Hunter, einen Bogi hat als Charakter in Neverwinter. Und ich ja noch eine andere Antje quasi hier rumlaufen habe. Und Antje 1 und Antje 2 fand ich dann auch blöd. Schon ganz schön voll und wuselig hier. So, 26 von 30, 7 arbeitslose Wikinger, 1 Krieger, okay. Und das Malzbiergebäude, die Brauerei wird nicht fertig, weil uns der Quader fehlt. Also entweder fehlen uns Planken oder Quader. Das läuft auch noch nicht so optimal, ne? Die Veri rennt mit ihrem Rucksack da rum. Wunschliste. Oh. Bringt mir denn dann die Wunschliste von da nach da? Da außerdem ist hier doch nichts mehr. So, 11 von 15, na komm schon Leute, 4 Stück noch. 4 poplige Säcke. Ah ja, das ist ja ordentlich. Ja. Ist da nicht wieder so ein Sack hier, zack, einpacken. Schon wieder einer fertig. Katzen werden unruhig, es geht aufs Fresschen zu. Ne? Na komm schon.
nicht der Braumeister, sie ist der Brunnen. Sie ist für den Brunnen zuständig, für sauberes Wasser. Das ist schön. Ich glaube, sie wäre zwar lieber ein Förster, aber ich weiß es noch nicht. Da werden die Bäumchen gepflanzt, die neuen. So macht der Förster auch das, was er soll. So, Militär. Da haben wir aber auch keine Erweiterung. Logistik, auch da nichts. Tja, momentan, da fehlt Mehl. Ja, 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 das wissen wir ja alles. Tja. Wir brauchen 12 von 15, das zieht sich ja schon ein bisschen, ne? Ist die Frage, ob wir nicht schneller fertig werden, wenn wir das Portal so öffnen. Der Quader wird auch nicht fertig. Mist. Brauchen wir noch ein bisschen. So, da war mal kurz Stillstand. Der Dirk, unser Krieger. Hm? So. Ganz schön viel Ehre, die so sammeln müssen. 100.000. Oh, da ist die Kati auf Jagd und hat den Hasen nicht getroffen. Also ein Hase mit so einem Riesenspeer zu erschlagen, ist auch nicht einfach. Muss man ja sagen, ne? Na, kommt schon. 13, zwei Säcke Mehl fehlen noch. Okay, ist jetzt ein bisschen... Wir können natürlich auch einfach mal die Zeit hier hochdrehen, ja? Aktuell 14. So... Wusel, Wusel. Das hätte ich natürlich auch mal vorher machen können. Dann ist die Wartezeit nicht zu lang. Echt, jetzt kommt jetzt ein Sack noch. Ein Sack Mehl muss noch da rein. Das kann ja nicht so schwierig sein, ne? So, da haben wir den Sack. Und damit dürften wir... Öffne Portal... Victory! Ja, wunderbar. Auch das hat funktioniert. Ja, das mit dem Zeithöherdrehen hätte ich früher machen sollen. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in unserem Wikingerdorf und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, wir hacken Holz für den Frieden.